irgend alle in der Hölle. Alle in der Hölle. Illa men hadaytu. Außer der, den ich recht leite. Außer der, den ich recht leite. Ach so, ja, okay. Hoffentlich leitet Allah mich recht. Nein. Wie kannst du das, was führt dazu, dass Allah dich recht leitet? Was sagt Allah, was ist die Lösung, dass du der Hölle entkommst? Das ist Allah sagt, fastahdun yahdikum. So bittet mich um Rechtleitung, ich werde euch recht leiten. Deswegen im Ramadan, die Nächte sind gesegnet, du stehst in der Nacht, 12, 11 Rakats, von mir 20 Rakats, ja? Stehst in der Nacht und bittest Allah, wenn du im Sujud bist, wenn du in der Nacht aufstehst vor Suhur, du bittest Allah, oh Allah, Allah kommt zum untersten Himmel und sagt, wer bittet mich, dass ich ihm gebe, wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm vergebe. Und in dieser Nacht ist es noch wahrscheinlicher. Alhamdulillah, und du machst diese Sachen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Und du wirst als ein neugeborener Mensch rauskommen und du wirst mit Taqwa rauskommen, mit Gottesfurcht. Und du sagst zu Allah subhanahu wa ta'ala, leite mich recht. Leite mich recht, weil ansonsten, wer will dich sonst recht leiten? Erste Sache, Fasten. Zweite Sache, die Gebete in der Nacht. Dann, was sehr wichtig ist, woran man denken muss, ist, dann wie gesagt, die ganzen Sünden verlassen, sich vorher merken, was man an Sünden macht und diese Dua praktizieren. Ja? Dann, was ich noch empfehlen kann, ist Etikaf. Die letzten 10 Tage, dass man in der Moschee bleibt, in der Moschee übernachtet und sich nur mit Dhikr beschäftigt, nur an Allah denkt. Weil das ist das Trainingslager. Wenn jemand zum Beispiel bei seinem olympischen Sportler, der geht zu einem Ereignis, der geht zum Beispiel, es gibt Olympische Spiele, ja? Der fährt vor in ein Trainingslager. In diesem Trainingslager trainiert er unter erschwerten Bedingungen. Dadurch ist nachher bei leichteren Bedingungen ist es viel leichter für ihn. Im Ramadan werden die großen Satane gefesselt. Deswegen ist dein Hauptfeind deine Nefs. Und es müsste leichter sein für dich, gute Taten zu machen. Deswegen im Ramadan trainiere. Weil wenn du es im Ramadan schaffst, wenn du es im Ramadan schaffst, nicht zu gucken, du sagst, ich will, dass mein Fasten angenommen wird,